weiter geht es mit der Original Trilogy Collection. Das sind Jahren 2004 bis 2005. Kurzlebige Wave, bzw. Reihe, weil danach 2005 der letzte große Film herauskam, der Star Wars George Lucas Ära. Die erste Figur von 2005, also der letzten der Original Trilogy Collection, in dieser Form ist Queen Amidala aus der Schlussszene von Episode 1. Ja, für mich eine gelungene Figur, die Celebration Ceremony Outfit. Bevor sie mir jetzt noch da und runter fällt, kurzer Blick hier auf diese zeremonische Friedenskugel. Die hier das durch diese Erden das Glimmen anzeigen soll. Also sie ist ein bisschen anders geschnitten, hat hier unten so einen Rand und kann dann eben etwas geschickter auf die offene Hand gelegt werden. Ja, ansonsten ist die Figur wirklich schön gestaltet. Liebliche Gesicht hier, Kugelgelenk. Wir haben dann hier diesen Umhang, diesen Heiligenschein hier hinten dran. Auch schön der Gesichtsschmuck auf den Kopf. Auch die Frisur ist schön gemacht. Jetzt ziehe ich den Umhang mal aus. So, transparent gestaltet, also schön gemacht. Ja, die Figur selber hat wie bei den meisten der Damen, die ein Kleid tragen, also wenig Bewegungspunkte. Wir haben, wie gesagt, den Kopf, den wir schon angesprochen haben. Hier hinten die Frisur auch wirklich schön wieder gesteckt. Wir haben sogar hinten so kleine Stecknadel angemalte Partien. Auch so das Kleid, schöner Faltenwurf. Und eben von den Bewegungspunkten her eigentlich nur der Arm hier hoch runter. Und hier eben ein Gelenk nochmal zusätzlich. Rechte Hand. Ja, guck mal, der Amidala auch kurz nochmal unter den Druck. Also so wie es ausschaut, sind auch die Füße separat gestaltet und hat wohl auch kein Unterhöschen an, aber ja, gut. Die nächste von Abu ist hier Rabe. Queen's Chamber ist da die Untertitel. Eine von den Headmaidens von eben Queen Amidala. Ja, als Zubehör hatte sie hier diesen kleinen Naboo Blaster, der auch mehrmals angemalt ist. Ja. Dann hat sie noch eben ein wunderschön gestaltetes Gewand an, so schimmernd. Also die Farben des Naboo eben. Wir haben hier einen Bewegungspunkt auf der Seite. Für die Waffe etwas, und ansonsten eben hier so Drehgelenke. Und das war es eigentlich. Die Füße sind hier unten eigentlich schon immer detaillierter gemacht. Ein bisschen Drehen in der Hüfte ist erlaubt, aber bringt halt nichts. Das Gesicht her ist auch toll gestaltet worden unter der Haube. Den Kopf kann man ein bisschen drehen. Ja, obwohl die Figur
einfach gestaltet ist, ist er wohl sehr gefragt gewesen, also recht teuer. Also hier ist ein bisschen was abgeblättert an der Wand. Ja, doch, schön. Ja, hier nochmal kurz die Waffe. Zweifarbig bemalt. Ja, schon gut. Als nächstes gehen wir auf den Planeten Coruscant und da haben wir hier Sly Moore aus dem Senat, Coruscant Senate, eine Beraterin von Kanzler Palpatine. Ja, sie kommt auch mit einer kleinen Handpistole, die hier noch mit Glasnudeln befestigt war. Auch so ein kleiner Blaster, ähnlich der Naboo, auch mehrmals bemalt. Dann hat sie noch einen Umhang, der hier so mit Federähnlichen oder ja, irgendein Gestrüpp bewachsen ist. Und den kann man auch abnehmen, ganz einfach abnehmen, einfach über den Kopf ziehen. Und sie kommt hier in einer etwas seltsam stehenden Pose und erinnert schon irgendwie mit dem Glatzkopf an Asajj Ventress. Und auch hier trotzdem der ganze blaue Hautfärbung oder ist es Schminke? Aber schaut mehr so aus Haut, weil hier unten ist es am Hals auch noch so an den Schultern. Ja, filigrane Figur. Wir haben hier dann die Armbewegungen. Und hier dann nochmal den Händen oder an den Schultern, Ellenbögen, Entschuldigung. Ja. Und sie hat Klamotten an, unten drunter. Und das war es eigentlich zu den Bewegungen. Angeblich hat sie ja so die Fähigkeit, ja, zu manipulieren mit Gedanken. Aber ich weiß nicht, ob das Kanon ist. Dann kam ein weiterer Senator heraus. Yarua genannt, ein Wookiee-Senator, ohne weiteres Zubehör, aber endlich mal ein neuer Wookiee. Ja, ähnlich wie Chewbacca aufgebaut, hier mit dieser Seitentasche eben, die man auch abnehmen kann. Lasse ich jetzt aber mal dran, aber trotzdem auch mehrmals hier bemalt. Wir haben dann endlich neu modellierten Wookie, hier mit einem weißen Bart, Haaren. Ansonsten Bewegung eben wie bei diesen aktuellen Chewbacca, die Arme, Ellenbögen und dann die Füßen, eben beidseitig hier Scheibengelenk. Kopf separat, aber eingeschränkt mit der Bewegung. Ja, verschiedenfarbiges Fell. In der Hüfte ist auch noch beweglich. Ja, hat schon was. Die nächste neue Figur ist hier Bubblo Chill. Läuft unter dem Titel Geonosian Arena. Aber man sieht ihn doch eher im Senatsgebäude, nicht Senatsgebäude, im Jedi-Tempel herumlaufen. Das ist die erste Version von ihm. Später gab es dann noch eine. Ja, dafür, dass er unter Geonosian Arena läuft, hat er sein Lichtschwert hier mitbekommen. Na komm, geht das halt einmal los. Welches eben mit hier zwei Teilen besteht. Einmal hier der Lichtschwertgriff und wir haben gerade gesehen, dass man ihn abnehmen kann. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die richtige Klinge,
Aber ein blaues Lichtschwert hat er normalerweise. Ja. Und dann schauen wir mal noch mal kurz die Bewegungspunkte an. Wir haben hier die Hände auf jeden Fall. Wir haben hier den eigentlich Unterarm. Hier die typische Jedi-Robe, die jetzt fest ist. Die Beine sind beweglich. Und er hat sie also ja so fünfmal abgeknickt. Eigentlich dreimal. Eins, zwei, drei. Wir haben, die sind jetzt halt also doch fest. Wir haben Hüftbewegung, ganz leicht. Bringt aber jetzt nicht viel bei ihm. Ja, der Umhang ist separat. Aber bringt nichts, weil die Ärmel ja hier so modelliert sind, als dass er seinen Mantel anhat. Und das Gesicht ist wirklich toll gemacht. Auch so eine Art Fischform. Ja, und wie schon gesagt, hier auch die Hände sind, die Fingernägel schön angemalt worden. Müsste man dann einfach wieder neu. Das da mal raus. Und von der Pose ist es halt auch so gedacht, dass er das eben in zwei Hände nehmen kann. So, wir verlassen die Prequels und kehren zur Original-Trilogie zurück. Wie der Titel ja auch der Figuren schon sagt. Und zwar haben wir hier die Cantina. Und zwar den ersten Cantina-Besucher, Feltipern Trevak. So, ein Gotel ist das, Müsserthein. Also diese meckrige Kreaturen in der Aussprache. Er kommt mit zwei Zubehörteilen. Einmal hier sein Blaster, der auch wieder mehrmals angemalt ist und recht locker dann doch in diesen Händen steckt. Ja, geht eigentlich. Und als zweites kommt er mit einem Trinkglas, welches hier so in Rot ist, beziehungsweise so halbrund. Also alle Gläser, die es dann rausgab, da gab es schon viele, die unterscheiden sich im Großteil. So, dann haben wir das Gesicht. Das fellbesetzte Gesicht mit diesen Hörnern hier oben. Rote Augen, die Zähne sind toll angemalt. Das Fell sowieso, also Balljoint. Die Rückseite machen wir gleich. Wir haben dann die Bewegungen weiter hier an den Schultern, Ellenbogen und die Hände selber. Die sind auch schön gestaltet mit dem Fell und mit den Krallen dran. Ja, hier ist bloß die Links-Rechts-Bewegung möglich. Die Hüfte, die Beine in Scheibengelenk unten, aber geht nicht weit hoch, wegen dem Übersatz hier, der sehr fest ist. Und trotzdem hat er noch Kniegelenke bekommen. Ja, kann man dann schon irgendwie reinposen in die Kantina. Auch hier schön die Schnallen bemalt. Ein weiterer Kantina-Alien ist hier Mayo, also drei Buchstaben MYO. Dieser zyklopenartige Alien, den man in der Kantina im Hintergrund sieht. Auch er kommt mit den zwei Accessoires, wie schon der Vorgänger. Einmal hier sein Blaster, den es schon mal öfter gegeben hat. Hier nur in Silber gehalten. Ein weiteres Trinkglas, welches vom Vorgängermodell sich unterscheidet. Hat hier auch so einen Aufsatz und eben so blaue, durchsichtig schimmerndes Flüssigkeit drin. Wahrscheinlich Bandermilch, Bier. Dann haben wir eben das Gesicht mit dem Zyklopenauge mittendrin.
auch schön gestaltet, bemalt. Die Haare in zwei verschiedenen Farben, grau-weiß. Des Weiteren eben die Schulterpartien, die Ellenbogenpartien und die Handpartien. Auch hier wieder die Krallen oder Fingernägel detailliert angemalt worden. Kann man gerade stellen, auf dieser Seite geht es auch. Also wenn so schräg die Schultern, die Ellenbogen angemacht sind, dann kann man auch die Hände, zumindest die Arme nach runter hängen lassen. Wir haben die Schulter, die Hüften und auch hier die Bewegungen hier in den Knien, beziehungsweise diesmal nicht so extrem, doch auch so zum Sitzen auf den Hockern. Auch die Schuhe unten, die Gamaschen, toll angemalt mit hier mit diesen Bändchen und so. Und er hat einen Holster. Ja, schauen wir mal, ob der da reinpasst. Vermutlich nicht. Jetzt muss ich kurz nochmal schauen, ob es wirklich. Ja, so ähnlich. Also die Waffe ist schon die richtige, zumindest was ich jetzt ja so nachvollziehen konnte. Aber so richtig geht die hier nicht rein. Vielleicht gibt es eine kleinere, ich weiß es nicht, der Version. Also ich habe da zu meinem ganzen Fundus nur diese hier gefunden. Na gut. Also ich habe noch ein bisschen gesucht und es gibt wirklich eine zweite Waffe, die kleiner ist. Also die hier habe ich vorhin gehabt zum Zeigen. Und es gibt dann wirklich noch die kleinere Version hier. Und ja, die passt zwar nicht so tolle hier rein, aber wenigstens in den Holster rein. Tja, ist die Frage, ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen, welche die Originalwaffe zu ihm hier ist. Ganz ehrlich. Ja, und die wohl genialste Figur in dieser Reihe für heute ist hier Danik Jericho, der Ansati. Auch ein Barbesucher. So, er kommt mit einiges an Zubehör. Wir haben hier zum Beispiel die Waffe, die ein bisschen verdingst ist, also passt auf jeden Fall in die Hände. Und das trotzdem nochmal da rein. So. Er hat hier dann noch so eine Art Wasserpfeife, die er an seinen Gürtel anbringen kann. Da machen wir sie mal raus. Komm. Ja. Und auch entnommen werden kann, dieser Wasserpfeifenschnorchel passt auch hier wunderbar in dieses Loch an den Lippen. So, die tun wir mal kurz weg. Ja, die Kleidung ist jetzt halt nicht so originell gemacht. Er hat halt so eine Pilotenkleidung, so Blutstreifen, nicht, aber so Streifen, Generalstreifen an den Hosen. Wir haben die Bewegung hier unten. Auch wieder, dass man ihn setzen lassen kann. Oder sitzen lassen kann. Dann haben wir ja schon gesehen, dass er hier den Holster hat. Probieren wir mal, ob er es in die Hand nehmen kann. Ja, geht. Die Bewegungen der Arme ist wie bei den anderen gleich, also an Ellenbogen, Händen und an den Schultern. Auch mal die Hände gerade. So, schauen wir das Gesicht mal an. Ja, gute Filmvorlage getroffen, finde ich. Allerdings die Haare durcheinander, auch hier Kopfbewegung, Ball Joint. Allerdings hat er hier neben dem anderen Loch hier noch zwei andere Löcher. Und das ist bezugnehmend auf einer Kurzgeschichte über die Cantina-Besucher,
Dieser hier ist nämlich eine Art, wie soll ich sagen, Vampir in dieser Geschichte und hat dann nämlich noch zwei Zubehörteile bekommen. Diese kann man nämlich dann da reinstecken. Und nachdem sie auch sehr schnell verloren gehen, das sind nämlich so eine Art Saugrüssel-Effekte, um den Opfern das Lebenssubstanz rauszuziehen. Die Geschichte ist natürlich jetzt nicht mehr Kanon mittlerweile, aber sehr interessante Geschichte. Blut, Sonnen von Tatooine, Kurzgeschichtensammlung über diese Charaktere. Die finde ich echt klasse. Ja, und das haben sie halt bei der Figur dann dazu genutzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.